Fresh Future. Hallo und herzlich willkommen bei Fresh Future TV. In der letzten Ausgabe haben wir euch das Tierheim in Donaueschingen vorgestellt. Heute geht es mit der zweiten Folge zum Thema Tierpfleger weiter. Aber nicht nur das, wir berichten auch über Hundetraining und die größte Pferderasse der Welt, die Shire Horses. Aber jetzt gehen wir zuerst ins Katzenhaus. Im Katzenhaus vom Kreistierheim sind momentan 50 Katzen. Was für Besonderheiten muss man denn beachten, wenn man sich eine Katze halten will? Zuallererst natürlich erstmal den Vermieter fragen, ob ein Haustier überhaupt erlaubt ist. Und dann wäre es schön, wenn eine Katze Freigang bekommt. Katzen sind sehr eigensinnig, die können auch schnell mal Probleme mit Markieren machen, wenn sie sich unwohl fühlen. Man sollte darauf vorbereitet sein, sich gut informiert haben über das Leben der Katze, wie halte ich die Katze. Und sollte auch mehrere Katzenklos zum Beispiel im Haushalt haben. Wenn man sie nicht rauslassen kann, dann sollte man zwei Katzen sich anschaffen. Man muss auch eine Katze mal beschäftigen. Und eine Katze muss sich tatsächlich nicht alles gefallen lassen, was der Mensch von ihr möchte. Wenn man natürlich ein verschmustes Tier hat, ist es sehr schön. Aber wir haben leider auch oft das Gegenteil. Und die Menschen denken immer, eine Katze muss sich alles gefallen lassen. Diese Tiere, die dann beißen, kratzen, kommen leider sehr oft zu uns. Sind denn hier auch alle zahm und kann man denn auch alle adoptieren oder gibt es da irgendwie Problemfälle? Das sind erstmal die Katzen, die vom Besitzer kommen, weil sie beißen, kratzen. Und dann haben wir sehr, sehr viele Katzen, die draußen geboren sind. Wir nennen die Wildkatzen. Die sind es einfach nicht gewohnt, beim Mensch in der Wohnung zu leben. Da hoffen wir immer sehr, dass sich Menschen bei uns melden, die einen Bauernhof haben oder ähnliches, die sie draußen ein bisschen zufüttern und die dann einfach draußen weiterleben dürfen. Viele Kinder wollen ja auch ein Haustier haben. Meistens sind es dann Hamster oder Hasen oder eben auch Katzen, aber sind die auch wirklich als Haustiere für Kinder geeignet? Kommt dann auch wirklich nochmal speziell auf das Tier drauf an. Bei einem kleinen Kind würde ich keinen Hamster empfehlen. Die Hamster sind nachtaktiv, das sollte das Kind schlafen. Tagsüber sieht es den Hamster nicht. Ein Hase wäre ein Fluchttier eigentlich auch nicht das geeignete Kuscheltier für ein Kind. Da würde ich schon wirklich auf die Katze gehen, aber eben ein Tier raussuchen, was das auch möchte. Hunde haben Herrchen und Katzen haben Personal. Stimmt das denn auch immer? Bei der Katze trifft es leider Gottes wirklich zu. Und auch dies macht uns Probleme, weil wenn das eigene Personal zu Hause nicht funktioniert, geht die Katze ganz zum Nachbarn und sucht sich neues Personal. Und schlussendlich landen die dann bei uns. Wie sieht denn so ein Tag während der Ausbildung hier im Tierheim aus? Wir fangen morgens immer an mit Füttern natürlich. Die Hunde warten schon, genauso wie auch die Katzen. Wird das Futter zubereitet und dann geht's ans Putzen. Wie oft geht man denn so in die Berufsschule und was lernt man genau denn da? Die Ausbildung findet in der Berufsschule in Karlsruhe statt. Das ist ein ganzes Stück für uns zu fahren. Dort ist der Blockunterricht, sind ca. 14 Wochen im Jahr. Und da kommt einfach die Theorie dazu, die Anatomie der Tiere, Fütterung der Tiere. Da haben sie wirklich alles, was sie eben hier so im laufenden Betrieb nicht mitbekommen. Kann man hier denn auch ein Praktikum machen und muss man dafür schon Erfahrung mit Tieren mitbringen? Praktikum kann man bei uns machen, mindestens eine Woche am Stück. Erfahrung mit Tieren braucht man nicht unbedingt, weil man lernt es ja während dem Praktikum. Gibt es hier denn auch Aufstiegsmöglichkeiten? Klar, man macht die Ausbildung zum Tierpfleger. Es gibt die Möglichkeit, den Tierpflegemeister zu machen und dann eventuell später Tierheimleitung zu werden. Welchen Schulabschluss braucht man denn dafür? Ein Hauptschulabschluss würde reichen. Mir persönlich ist es nicht so wichtig, was für Noten die Schüler haben. Es geht darum, ob sie wirklich arbeiten können und für den Beruf geeignet sind. Einer, der auch sehr viel Erfahrung mit Tieren hat, ist Professor Dr. Peter Friedrich, der auch ein paar Tipps zum Thema Tierpflege hat. Und dann schauen wir uns neben den größten Windhunden auch die größten Pferde an. Wenn man jetzt sich gerne mit Tieren beschäftigt, auch hier mit Hunden, zum Beispiel jetzt auch in die Richtung Tierpfleger gehen will, Tierarzt, wo genau muss man sich denn da bewerben?
Das ist ein bisschen unterschiedlich, welche Ebene der Ausbildung man da anstrebt. Und wenn jemand zum Beispiel Tierarzt werden möchte, dann müsst ihr entsprechend an der Hochschule studieren. Aber das gibt auch andere Ausbildungen. So, wenn ihr zum Beispiel eine Arbeitsstelle auch als Tierpfleger sucht, kämen Tierheime zum Beispiel in Frage, aber genauso zoologische Gärten. Es wäre aber ganz gut, wenn sich derjenige ein bisschen vorqualifiziert, indem er sich schon vorher sowohl mit dem Verhalten als auch mit den körperlichen Abläufen bei diesen Tieren schon ein bisschen auseinandersetzt. Und wie kann man das denn genau machen zum Beispiel? Ja, man kann jede Menge Schulungsangebote im Vorfeld wahrnehmen, aber auch intensiven Kontakt zu denen pflegen, die erfolgreich solche Tiere halten. Und also zum Beispiel auch im Tierheim einfach mal hingehen oder wie ist das? Ja, sehr viele berufliche Karrieren haben letztlich als ehrenamtliche Helfer begonnen, an geeigneten Orten, zum Beispiel im Tierheim, zuerst in der Mitwirkung und dann schließlich zum Wechsel, mit einem Wechsel in die berufliche Schiene. Sind Sie überhaupt dazu gekommen, mit den Shire Horses zu arbeiten? Das sind ja schon relativ große und mächtige Tiere. Gut, ich habe die Erfahrung irgendwann mal gemacht, habe mir ein Pferd angeschaut und die Faszination zu diesen sanften Riesen hat mich ergriffen. Und ich habe mit dem Sport aufgehört und bin jetzt eben ein enthusiastischer Shire Horse und Clydesdale-Reiter. Wie groß werden denn die Shire Horses? Was haben die denn für ein Stockmaß? Beziehungsweise wie groß können die werden? Also wie groß sie können werden, man sagt deutlich über 2 Meter, wobei diese Exemplare sehr selten sind. Der große Durchschnitt wäre so bei 1,85 Meter. Was kostet denn so ein Shire Horse in der Anschaffung und wie viel kostet es dann insgesamt so im Durchschnitt pro Jahr oder sagen wir auch mal Monat? Gut, die Kosten sind natürlich immer relativ. Wie bei vielen Dingen sind die Grenzen nach oben einfach offen. Also ein gutes Zuchttier, da werden wir wahrscheinlich so bei 20.000 Euro liegen. Aber oft ist es ja auch gerne ein Freizeitpartner für eine Familie. Ich denke, da ist der Anschaffungspreis auch bei 5.000 Euro sehr realistisch. Ich denke, es wird ein Familienpferd eher sein wie jetzt, ich sag mal, diese exquisiten Zuchttiere. Und von dem her ist der Preis eigentlich dann so okay. Kann man die dann auch sozusagen als Zugpferd für eine Kutsche nehmen oder reiten Sie die nur im Moment? Also gern werden sie auch gefahren. Klar, diese majestätische, ich sag mal, Erscheinung an der Kutsche ist natürlich ungeschlagen. Wir selber fahren nicht oder noch nicht. Wir reiten, ich reite seit Kindesbeinen, bin so groß geworden und ich fühle mich einfach auf dem Rücken sicherer und besser als auf dem Kutschbock. Gehen Sie dann auch auf so Festivals, um eben auf die Rasse auch aufmerksam zu machen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Sind die eher bekannt? Oder? Sagen wir mal so, das ist eigentlich unser Ziel. Seit diesem Jahr treten wir verstärkt auf als Schotten, weil wir eigentlich das Clydesdale dieses Jahr ein bisschen mehr unterstützen wollen. Wenn man daran denkt, das Shire Horse hat seit den 80er Jahren, ich sage mal, von einem Bestand von 100 Pferden jetzt einen Bestand von weit über 1000, also fast 1500. Das Clydesdale, da sprechen wir im Moment von 100 Exemplaren in Deutschland. Und ich denke, es ist so eine liebenswerte Rasse, deswegen wollen wir dieses Jahr verstärkt eben diese schottische Rasse unterstützen, gehen viel als Schotten dann auch in Kombination mit Dudelsackspielern auf Shows und würden uns freuen, wenn die eben auch noch stärker, ich sag mal, Anklang finden in Deutschland. Was ganz wichtig ist, ist, und das unterscheidet unseren domestizierten Haushund von den Wildtieren, dass die Hunde jederzeit in der Lage sind, ihre Ängste zu überwinden und ganz von vorne neu zu lernen. Der hört ja plötzlich oder der pöbelt nicht mehr an der Leine oder der zieht nicht mehr an der Leine oder. Dass eben halt im Umfeld meiner Kunden auffällt, dass sich was verändert hat. Wie kann man Sie denn kontaktieren, wenn man ein Praktikum bei Ihnen machen möchte? Ja, dann meine Webseite, das ist www.sidehound-coach.de. Da gibt es ein Kontaktformular oder da steht meine E-Mail-Adresse drauf oder meine Telefonnummer und dann ruft man mich einfach an. Was muss man dafür tun, dass man überhaupt Hundetrainer werden kann, auch professioneller? Also es ist noch kein Ausbildungsberuf im Sinne von Koch, Schreiner, Friseur, was es sonst noch so gibt oder Kaufmann. Es gibt jetzt seit dem 1.8. ein neues Hundegesetz, also das Tierschutzgesetz, den Paragraph 11, wo demnach alle
Hundeschulen, die es gibt, oder alle Trainer, die was am Hund machen, den Hund ausbilden oder die Menschen anleiten, für den Hund eine Genehmigung vom Veterinäramt brauchen, ihres Kreises. Es ist noch nicht ganz raus, was das für Voraussetzungen bedarf, ob man beim Veterinäramt nochmal eine Prüfung machen muss, ob die praktisch ist, ob die theoretisch ist, da warten wir jetzt alle noch auf Ansage. Ansonsten gibt es natürlich in deutschlandweit ganz viele Institute, die Hundetrainer ausbilden. Warum sind diese Kätzchen denn nicht in einem normalen Zimmer? Wir befinden uns jetzt hier vor unserer Quarantänestation. Die Tiere, die draußen freilaufend gefunden werden, wissen wir nicht, ob sie gesund sind oder nicht. Und deswegen kommen die zuallererst auf die Quarantänestation und werden dann untersucht, ob alles in Ordnung ist. Und nach 14 Tagen dürfen die tatsächlich auch in die großen Zimmer. Und dann dürfen sie auch adoptiert werden? Natürlich. In dem Moment, wo sie fertig geimpft sind, können die adoptiert werden. Die Kleinen bekommen einen Gutschein zur Kastration, weil das echt wichtig ist, dass die Tiere auch kastriert sind. Und die Erwachsenen werden schon von uns kastriert. Unterstützung ist im Tierheim ein Dauerthema. Deshalb hat das Kreistierheim Donaueschingen auch ein Spendenkonto eingerichtet, das wir hier unten eingeblendet haben. Heute ging es ja richtig tierisch zu. Für die Tierpflege ist Tierliebe und Verantwortung oberstes Gebot. Mehr Infos findet ihr auch auf unserer Homepage und bei Facebook. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Und bis dahin immer schön fresh bleiben. Eure Tiffany Borosch.